JDV. Waren bewusst die wahren Ursachen des damaligen Volksaufstandes vertrieben. Es ist sogar zu befürchten, dass eines Tages der Umkehrschluss eintritt und somit die Popos und die Rote Armee als Helden gefeiert und die aufständigen Arbeiter als Verbrecher geächtet werden. Wir als AfD, die einzig patriotische Kraft in Deutschland, werden weiterhin gegen einseitig durch die Politik der Altparteien und staatlichen Mainstream-Medien verbreitete linksversiffte Meinungsdiktatur vorgehen. Zunehmende Sorgen bereiten uns auch die zunehmenden Repressalien gegen jegliche vom Polit-Mainstream abweichende Meinungsäußerungen. Wer das nicht glaubt, das soll sich nur an die Vorgehensweise unserer Polizei während der friedlichen Spaziergänge und Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen erinnern. Vor baren Kriminellen kuschend werden aufrichtige Bürger und Steuerzahler gnadenlos verfolgt, mit horrenden Geldstrafen belegt und teilweise sogar verprügelt. Die Medien schweigen oder feiern diese Polizeistrategien. Beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen wird aber zunehmend versagt oder gar weggeschaut. Das sind ganz böse Vorboten einer neu geplanten Diktatur. Für uns alle sollte der 17. Juni ein Tag bleiben, an dem wir dem Mächtigen drohen und ihnen sagen, wir lassen uns unsere Freiheit und nationale Einheit nicht nehmen. Danke. Es gewagt haben, gegen das linksextremistische Regime der DDR aufzustehen. Was damals in Ost-Berlin und vielen anderen Städten und besonders hier in Sachsen geschah, wissen nur noch die Älteren von unter uns. Für uns ist klar, dass ökonomische Gründe, die Normenerhöhung ohne Bezahlung, aber auch soziale Gründe der Auslöser dieses Volksaufstandes waren. Aufgrund der schlechten Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln verlangte die Partei und die Regierung von den Bürgern immer mehr zu produzieren, ohne dafür entlohnt zu werden. Durch die allgemeine Unzufriedenheit im Land entwickelte sich aus den Arbeiterprotesten ein politischer Aufstand. Ein Aufstand für Einheit, Recht und Freiheit. Die Staatsmacht konnte nur mit Hilfe der sowjetischen Besatzungsmacht und deren Panzer die Proteste blutig niederschlagen. Die Folgen waren mehr als 50 Tote, ich habe gerade gehört, es waren 80 Tote und mehr als 10.000 Festnahmen. Sowjetische Standgerichte verhängten mindestens 18 Todesurteile. Die Angst vor dem Verlust der Macht führte nach dem Volksaufstand zu einem Ausbau des Repressivapparates. In den Schulen wurde die ideologische Unterwerfung und die Indoktrinierung der Kinder vorangetrieben. Die Situation heute ähnelt der damaligen sehr. Der Linksextremismus ist heute wieder gesellschaftsfähig gemacht worden. Damit verhöhnt man die Opfer von damals. Heute werden die Bürger beeinflusst und manipuliert. Die Vorgehensweise hierbei ist feiner und berechnender geworden, als das noch bei der Stasi der Fall war. Heute versucht man, die Meinung vorab zu beeinflussen und Normen, die durch die Medien publik gemacht werden, im Unterbewusstsein als etwas Gutes und Unabdingbares zu platzieren. Wie die längeren Arbeitszeiten, weniger Urlaub, länger arbeiten für die Rente. Es wird verlangt, dass wir den persönlichen Konsum, aber auch unsere Mobilität einschränken und unseren kleinen Wohlstand aufgeben. Laut Stallmeier, Zitat, wahr ist, die Zeit wird nicht spurlos an uns vorbeigehen. Wir werden einiges von den erarbeiteten Wohlstand preisgeben. Zitat Ende.
Durch die einseitige politische Bildung der Kinder in den Schulen wird beabsichtigt, das selbstständige Denken zu unterdrücken, die Kritikfähigkeit zu verhindern und eine ideologische Gleichstellung und Gleichschaltung zu erreichen. Wie man sieht, Geschichte wiederholt sich. Es ist wichtig, die Geschichte zu kennen und sich mit ihr zu beschäftigen, aber auch über sie nachzudenken. Deswegen sollten wir den 17. Juni immer in Erinnerung behalten und seine auch gedenken. Schon Theodor Heuss sagte, nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht. Das war's, Freunde. Danke, Karin. So, wir werden jetzt, möchte mal bitten, eine Schweigeminute vorzunehmen. Dann werde ich anschließend eine Blumenverbinde hier unten bei dem etwas wie zuletzt geratenen Mann mal ablegen. Und als letztes werden wir dann gemeinsam die deutsche Nationalhymne singen. Ich möchte euch um eine Minute des Schweigens bitten. Okay.